Amen, mein Lieber. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne uns alle. Ich habe eine ganz wichtige Nachricht. Dauert nur 10 Sekunden, wie immer. Ihr kennt mich mittlerweile hier, glaube ich. Ja. Gern. Verlasst den Islam, rettet eure Seele vor der ewigen Hölle. Jesus war, ist und bleibt die Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Amen. Amen, Amen. Bruder, ich finde es sehr gut, was du hier machst. Mach weiter so bitte, ja? Ich bitte dich. Danke, Bruder. Bruder, Gott was ist segne passiert, ja? dich. Weiß ich nicht, Bruder. Auf einmal war es weg, oder? Da haben die Leute den Account gemeldet, gell? Kann sein. 100 Ja, die Prozent. Wahrheit wird immer bekämpft, das ist der ja. Jesus hat ihn auch bekämpft. Die Wahrheit wird Ganz immer genau. bekämpft. Meine Ihr Güte, wisst das selber, die Letzte, was ich Dunkelheit, die gezeigt habe. Finsternis will das Ich Licht habe immer es 10 Stunden verschlingen. übersetzt. Ja, das Da stimmt steckt wohl. doch voll viel Arbeit drin. Viele haben gefragt, wo das ist. Leute, das ist auf mein Ding. Auf mein YouTube-Account. Ja. Jimmy Berisha, wir warten auf dich, bis du 1000 Follower hast. Dann kannst du hochkommen und mit uns reden, okay? Bevor du da auch die ganze Zeit große Töne spuckst. So heißt mein YouTube-Account. Alles über den Islam. 200 Videos voller Spaß und Spiel und Spannung. Besser als jedes Kinderüberraschungsei. Richtig. Das ist, gibt es von dieser Version mehr von diesen Interviews? Weil das war jetzt ein anderes Thema als das andere, ne? Bruder, ich habe alles Mögliche übersetzt. Es gibt natürlich schon von Boom Boom Room ein paar Folgen, die wohl übersetzt waren. Aber der Ja. Kanal Antworten für Muslime, der hat das ja gemacht gehabt. Und der ist Ja. irgendwann einfach nicht mehr existent gewesen. Und dann musste ich das halt irgendwie übernehmen. Dann habe ich das halt irgendwann selber angefangen zu übersetzen. Okay. Während Corona Ding Lockdowns waren, ich zu Hause war, nicht wusste, was ich machen soll, habe ich einfach ein paar Videos übersetzt. Hammer. So. Uhr, Fußball vorbei oder nichts vorbei, ja? Weiß ich nicht. Wir haben einen neuen Gast, die Nummer 47. Hört sich an wie was zu messen. Johannes 8:12, du hast geschrieben, dass dir die Stimme richtig gefällt. Ist dir nicht aufgefallen, dass es meine Stimme war? Guck mal, Orhan schreibt auch, wartet, bis ich meine 1000 habe, in circa 6 Jahren, sagt, zeige ich es. Genau. Ich sag ja immer so schön, wir warten noch 5, 6 Jahre und danach könnt Leute, ihr auf hochkommen. kostenlosebibel.de könnt ihr euch eine Gratis-Schlachte 2000 bestellen. Amen. Leute, ihr könnt Gottes Wort gratis bekommen. Kostenlosebibel.de. Amen. Adresse, Name, abwarten, die Wahrheit nach Hause geschickt bekommen, lesen, genießen. So, hier wollte jemand hochkommen. 47. Wir schicken noch mal eine Einladung. Bruder Adler ist auch wieder da. Vielleicht ist er am Essen. Bruder, ich verstehe nicht, wieso die ganze Zeit meine Videos melden, ja. Jeden Tag wache ich auf, sobald ich TikTok aufmache, 7 Meldungen drin. Wahnsinn. Jeden Tag wache ich auf, schau. Immer erst direkte Warnung, du verlierst deinen Account. Wie viele Accounts hast du bis jetzt schon gehabt? Bruder, ehrlich gesagt, ich habe früher schon mit TikTok gemacht gehabt. Ich hatte zwei Accounts, aber nachdem ich immer so lächerlich blockiert worden bin, habe ich mich nur noch auf Ding konzentriert gehabt, auf Instagram.
Wirklich, Instagram lässt frei alles hochladen. Die löschen nichts, wirklich nichts. Und weil es auf YouTube zu viele Leute, bereits genug Leute gab, habe ich mich auf Instagram konzentriert gehabt. Und ich habe auf Instagram auch voll viele Follower generiert gehabt. 11.000 Follower habe ich auf Instagram. Und dann Okay. habe ich mir gedacht, komm, gehst du wieder rüber auf TikTok, versuchst du mal wieder auf TikTok mal einen Account zu machen. Und seitdem habe ich Ja. diesen Account. Ich frage mich nur, wann der wieder blockiert wird. Der ist auf jeden Fall demnächst wieder weg. 100%. Ich habe einen zweiten Account schon gemacht. Okay. Ja, aber der hat Ja, das gerade ist gut. 300 Abonnenten. Der geht langsam, langsam hoch. Ja, das ist gut. Dann hast du wenigstens ein Backup. Ich glaube, der Rob Christian Okay. hat 10 oder so oder mehr sogar. Ja. Ahmed Ex-Muslim hat 50. Wahnsinn. Ohne Witz, der hat echt 50. 50 Stück und der hat überall mit 1000 Follower. Ja, es gibt ja einen Ja, Trick, du kannst ja kaufen, wenn es gibt, stimmt, ja. so ein, ja, für 15 Euro kannst du diese 1000 direkt kriegen. Stimmt. Ja, aber ich mache nicht so. Jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade auf diesem Account, lade ich das auch auf dem anderen Account hoch und dann kommen immer wieder so ein paar Follower, paar Follower, paar Follower, weißt, ganz langsam, langsam geht es wieder hoch dann so. Verstehe. Hier schreibt eine Schwester, sie steht auch unter Kontowarnung. Ich weiß, ich habe Ja, es so ist das, gelesen. ne? Aber wieso? Tust du auch Content hochladen? LGBTQ ist das Schlimmste, was es gibt auf TikTok. Da hast du keine Chance. Die tun dich sofort blockieren. Dann verstehe ich nicht, warum die dich, ehrlich gesagt, da blockieren, aber ich folge dir trotzdem mal. Bei Cassie Attitude, LGBTQ-Themen würde ich gar nicht erst ansprechen. Da gibt's diesen Jeffrey Marsh. Ich weiß nicht, ob du von dem was gehört hast. Das ist dieser Typ, der wo online Kinder groomen tut. Und der darf das. Die lassen den online Kinder Okay. groomen. Und es gibt tausende Leute, eigentlich sogar, ich glaube sogar Millionen von Leuten, die wo den Account melden. Der Account macht einfach munter weiter. Jeffrey Marsh 7. Der geht immer online. Hallo Kids, heute möchte ich euch beibringen, wie ihr euch am besten von euren Eltern trennt, wie ihr euch umoperieren lässt, solche Sachen. Richtiges Grooming. Richtiges Grooming. Dann sagt er, kommt rüber auf mein Ding. Wie heißt dieser Account, wo man Geld spenden kann auch? Irgendwas mit P. Patreon. Er sagt, kommt rüber auf mein Patreon. Dort können wir private Gespräche machen mit Kindern, ne? Und dann redet er dort mit Kindern über Sex. Unglaublich. Was ist Ja, du dieses dann, Grooming? das Erzähl ist mir halt die mal. verlorene, verdorbene Welt, weißt du, ich mein? Hier hast du überall nur Sex, eine Werbung, auf der Straße, Fernsehen, Internet, TikTok, Radio, überall, überall. Ja. Es ist der Wahnsinn. In Amerika ist es ja schon ein bisschen weiter. Und alles, was in Amerika in ist, das wird auch irgendwann nach Deutschland kommen. Das ist immer das Gleiche. Ja, das ist brutal, echt, Mann. Oder wenn irgendwelche Pedos, sage ich mal, jetzt in Kindergärten so mit Kindern irgendwie kuscheln können oder sowas, das habt ihr auch wahrscheinlich mitbekommen, alle. Und so dann, ja. Ist doch in Deutschland auch schon so, die tun das LGBTQ voll vorantreiben, richtig. Telekom Mann, hat ey, ich. 40-seitiges Ding ausgegeben. Telekom, Deutsche Telekom, hat ein 40-seitiges Ding, so ein Skript rausgegeben zum Verteilen, auch in ganz Deutschland verteilt, wo man schon so Sachen beibringt, so wie man richtig gendert, wegen wie man einen Mann, der wo eine Frau ist, richtig anspricht, so ganz komische Sachen. Er sie es. Es ist komisch, Mann. Das sind so Sachen, wo du dir vor ein paar
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die Welt geht wieder zurück ins 6. Jahrhundert. Nein, Bruder, die geht in die Zukunft, siehst du doch. Glaube ich echt ehrlich gesagt nicht, Mann. Alles, Doch, was Bruder, bei, wir, doch, alles, Bruder, bei was wir. 6 Jahrhundert, da waren die noch normal in der Birne einigermaßen, weißt du? Da gab es Nein, noch wir Mann sind und nicht Frau und. Sodom. Warte doch, Nein, warte, Mann, warte, 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 Sodom und warte. Gomorra. Was? Sodom und Gomorra, richtig, Sodom und Gomorra ist es. Bruder, du weißt, was ich meine. Heute früher, da gab es noch keine so Homosexuellen und sowas, weißt du, mein? Und die hast an jeder Ecke jetzt lauter so Dinger, Mann. Transgender-Kacke. Ja, ich sag ja, es geht wieder richtig in Richtung Ding, Sodom und Gomorra wieder. Ist richtig ekelhaft, Mann. Wie kann man sowas Weißt bringen, du, Mann? das Problem ist schon mal, man erwartet immer von uns, dass wir immer alles akzeptieren und respektieren. Weißt du, mein? Aber Ja. nein, ja. Weil wir bekommen auch nicht von denen den Respekt und die Anerkennung. Weißt du, was ich meine? Nein, die akzeptieren ja auch keine andere Meinung. Die sind doch Sie eigentlich die richtigen auf gar keinen Fanatisten. Fall, Mann. Auf gar keinen Fall. Wir bleiben trotzdem standhaft. Fertig. Diese LGBTQ-Dinge, diese LGBTQ-Dinger, diese Lobby ist zwar richtig fanatisch. Richtig Bruder, fanatisch. ich weiß, Mann, die Und sind doch das voll die Freaks, Mann, echt. in Berlin, Bruder, in Berlin vor kurzem wollte eine Biologin einen Vortrag halten, eine Biologin. Und in der Biologie ist es nun mal so, dass es nur zwei Geschlechter gibt in der Biologie. Amen, Amen, Amen. Es ist leider nun mal so. Die wollte dort einen Gott sei Vortrag Dank, halten. Gott sei Dank. Es hat LGBTQ-Lobby hat sich dort versammelt zu Tausenden und haben dagegen demonstriert und haben es erreicht, dass diese Frau ihren Vortrag nicht halten durfte. Bruder, es gibt nur Frau und Mann, fertig. Nichts anderes Ja. dazwischen, fertig. Weißt du, mein? Ja, klar, Mama. Das eine ist Und, Geschlecht, das ja. andere ist Ding, Gender. Gender ist ja was anderes. Das andere ist Fantasie, Mann. Genau. Kein normaler Mensch würde auf die Idee kommen, sowas zu machen, weißt du, mein? Meine Worte klingen zwar ein bisschen hart, aber ich bin immer sehr direkt und ich bin kein Heuchler, weißt Ist auch so. du? Deswegen, Leute, lasst die Finger davon. Ja. Es gibt Leute, die wo eiskalt behaupten, ich habe Videos davon. So ein Mädchen, die sagt, ich weiß nicht, wie sagt die, ich bin Lisa, ich bin 19 Jahre alt und übrigens stecke ich gerade in dem Körper eines 6 Monate alten Fuchs. Ich schwöre auf alles, dieses Video ist Der in Kasper, den der Shorts bei kleine YouTube. Kasper. In den Shorts bei YouTube kannst du das finden. Bruder, das, ich weiß, du bist Wahnsinn. ernst, so eine Show, ich nehme sowas gar nicht ernst, Mann. Ich verschwende meine Zeit gar nicht mit sowas. Bruder, die meint es ernst. Dann soll die, wenn die meint, die wäre ein Fuchs, dann soll die vielleicht mal zum Arzt gehen und der überweist sie dann weiter zum Psychologen bzw. zum Psychiater. Guck mal, hier sind gerade 73 Leute online. Ich empfehle euch allen, die wo englischsprachig sind, schaut euch die Dokumentation What is a Woman an. Wenn ihr die Dokumentation noch nicht kennt, schaut sie euch unbedingt an. What is a Woman? Das ist die Hallo, heißeste Shalom. Dokumentation. Gott segne dich, mein lieber Belsazar. Guten Hey, Abend. Harut. Guten Abend. Ich habe es Amen. endlich geschafft, 1000 voll zu kriegen. Amen. Mein lieber Bruder, wir hatten Ja, Harut. gestern ein interessantes Gespräch das ging fast bis 3 Uhr, 3:30 Uhr. Da war Ahmad Ex-Muslim dabei, dann war Rob Christian dabei. Und wir haben wieder viel gelernt. Und das habe ich auch eben gezeigt. Wusstest du, dass Allah einen Großvater hat? Ja, ich habe es gesehen. Ich habe mich kaputt gelacht. Genau. Wahnsinn, also. Wie heißt es? Wie heißt Na, das Wort? Jadu, Jadu. Jadu, Jadu. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe Ja, wir dir ein Ding warten. jetzt geschrieben, wo diese Sura, wo man die nachlesen kann, weil ich wollte meiner Freundin die zeigen. Und Hast du? Hast du es jetzt? nee, nee, ich habe dir bei Signal geschrieben. Ah, okay, also du willst die Ayat wissen, also die Sure. Wenn du die hast, dann kann ich dir mal zeigen. Ja, warte. Weil die kann ja Ich kann's. Arabisch. Sure 72, Ja. Vers 3. Werde ich gleich raussuchen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Ja. Aber war interessant. Hat auch Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Pass Im auf, Podcast. die haben geschrieben, in diesem Vers steht geschrieben,
Du weißt ja, die wollen ja einfach alles verbergen in den Übersetzungen, ne? Alles. Da steht geschrieben, und erhaben ist die Größe unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. Da müsste aber eigentlich Ja. stehen, und erhaben ist der Großvater unseres Herrn. Ach, ach, ach. Ja, ich glaube, die meisten sind, liebe Leute, noch Das ist die eine irgendwie Übersetzung. unterwegs. Ja. Bruder, ich gehe mal ein bisschen duschen. Ich wünsche dir eine Ja, frische Abkühlung. ich komme später vielleicht nochmal vorbei. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Nice. Ich muss gleich mal, ich muss nur kurz zurückrufen. Sagen wir bis gleich. Bis Ja. gleich. Oh, ich höre mich dreimal. So, ihr Lieben, wir warten definitiv heute noch bis, lass mich mal kurz schauen, bis 11 Uhr oder Viertel nach 11 müsste wahrscheinlich dann vielleicht das Spiel schon vorbei sein. Und ich hoffe, dass dann genug Leute Zeit haben, hier hochzukommen und uns zu überzeugen. Am besten ein Muslim. Ja, hier dieser, ich habe jemanden schon eingeladen, einen Gast, aber er wollte nicht hochkommen. Und zwar schreibt er: Schreibe uns gerne an, wenn du konvertieren möchtest. Ja. Wieso sollte denn jemand zum Islam konvertieren? Warum? Komm hoch und beantworte uns diese Frage. Wieso sollte jemand zum Islam konvertieren? Warum? Also, wir möchten wissen, was ist so lecker am Islam? Beziehungsweise, was ist das Tolle aus deiner Sicht, was Islam angeht? Ist das, weil ich vier Frauen heiraten darf, vier Frauen haben darf? Ist es, weil ich im Paradies noch 72 Jungfrauen bekommen darf als Mann? Oder Weil weil du ich. morden darfst, deinen Schuss auslassen darfst. Du hast ja nicht getötet, sondern Allah hat ja durch deine Hände getötet, zum Beispiel. Stehen ja auch so Und lauter schöne Sachen drin. richtig. Was ist, also ich würde gerne von ihm mal erfahren, was aus seiner Sicht so gut ist an dieser Religion. Und ja, es ist ja sozusagen auch laut der Muslime die schönste Religion, beziehungsweise auch die richtige Religion. Sie soll ja Frieden bringen, sie soll Sicherheit bringen, sie soll den Menschen auf dem richtigen Weg bringen. Und Ja, auf jeden ja, Fall. Also ich sehe man sieht wirklich, wie friedlich der Islam ist, ne? Also das ist wirklich die definitiv. tollste Ideologie überhaupt mit 370 Millionen Toten. Also wirklich sehr, sehr friedlich, muss ich schon sagen. Also wow. Genau. Und das möchten wir von ihm erfahren. Also er ist auch hier dabei die ganze Zeit. Islam Content heißt er. Und er schreibt in seiner Bio: Schreib uns gerne an, wenn du konvertieren möchtest. Ja. Deswegen, ich schreibe dich jetzt an. Islam Content. Ja, das ist eine offizielle Einladung. Ich habe dich ja auch eben eingeladen und du möchtest nicht hochkommen. Jetzt nochmal schreibe ich dich hier in dem Live an. Ja, beispielsweise, ich möchte jetzt konvertieren. Was ist so schön am Islam? Also ist es, weil Allah ein junger Mann ist, also Allah als junger Mann beschrieben wird? Ist es, weil Allah ein Gangster ist? Ist es, weil ich mit Allah Beute ziehen kann und ein Fünftel behalten darf? Ist es, weil ich Sechsjährige heiraten darf? Ist es, weil ich Weil du was dich gibt es denn da besaufen noch? darfst, zum Beispiel auch noch. Also Weil man ich darf sich mich auch, genau, man aber darf sich schon gerne einen Drink gönnen. Alles richtig, gut. ist es das richtig? Oder ja, Vier sind es die Frauen, Kinder, Huris? wie ihr Bock habt. Sind Also für es Männer die sehr perfekt, richtig? sehr praktisch, würde ich sagen.
Genau. Das würde ich gerne wissen. Oder eine Aussage einer Frau vor Gericht hält auch nur halb so viel. Und ja, wunderbar. Also wirklich, ist super Fortschritt, echt. Also wer einen Rückschritt will, der sollte auf jeden Fall zum Islam konvertieren. Wer wirklich die Finsternis liebt, Leute, bitte konvertiert zum Islam, sage ich euch. Bitte. Wenn ihr wirklich die Finsternis liebt, geht bitte zum Islam. Also es ist der größte Kult, ja, was die Anzahl der Menschen angeht, ist es der größte Kult, der jemals existiert hat. Es ist wirklich ein Steinzeitkult, weil es hat ja auch als Unglaublich. es hat als Götzendienst, wahrhaftig als Götzendienst war diese Religion, ja, Amen. und zwar die Familie der beziehungsweise der Stamm der Quraysh. Ja, Ja. und nicht nur der Stamm der Quraysh, sondern nicht nur in dieser Umgebung. Wir können gerne reinschauen, wo der Stamm der Quraysh gewohnt hat, wo auch Mohammeds Familie dazugehört hat. Es gibt einen Hadith, wo ein Nachfolger zu ihm kommt und ihn fragt, wo mein Vater ist, und wo er antwortet dann Mohammed zu ihm, dass sein Vater und sein eigener Vater in der Hölle sind. Ja, aber das Krasse ist, weißt du, wie sein Vater heißt? Oder hieß? Nee, wie hieß Sein Vater hieß Abdullah, Slave of Allah. ja. Weißt du, was ich meine? Ja, mein Bruder. Also sein Vater hieß Abdullah und in seinem Namen war es schon der Begriff, dass er ein Diener von Allah war. Aber warum ist er denn in die Hölle gegangen? Ja, weil er ein Götzendiener war. Bruder, im Koran steht doch auch denn, dass Jesus die Welt richten wird oder sowas, oder? Der wird kommen zum Richten, oder? Es ist noch viel schlimmer. Es wird der Herr Jesus Christus kommen, um zu richten. Und wer Aber du allein weißt, wird die only Welt God richten can außer judge me, Gott? oder? Wer Only God alleine can kann? judge me, oder? Ja, mein Lieber, ich sag ja, Amen. wer alleine kann richten außer der Herr, außer Gott? Und Amen. wenn der Jesus Thema Christus wieder. beendet. Ihr könnt Koran nehmen, Mülleimer, Feierabend, Leute. So sieht's aus. Hier schreibt ein Bruder, Sure 216, 117. Das tun wir natürlich gerne. Er hat das jetzt schon öfters geschrieben. Verzeih mir, mein lieber Bruder. 116, Sure Al-Baqarah. Das ist auch erstaunlich. Es gibt eine Sure für Kühe. Ja, nee. Was, wieso? Ja, die Wieso? Kuh, hör auf, ich bitte dich, Mann. Ist das eine buddhistische Sure oder? Ja, ich war, vielleicht hat der Mohammed irgendwie Sonnenstich bekommen in der Wüste, weißt du, ja, bei 40 Grad. Ja, hat vielleicht ein bisschen zu lange gefastet oder so, Sonnenstich irgendwie, hat irgendwas gesehen oder so. Irgendein Engel hat ihn von hinten genommen, ich weiß es auch nicht genau. Also hier steht drinnen, wir haben einen Gast. Ah, sehr gut. Wir haben eine gute Waffe jetzt hier, Abu Khanjar. Salamu alaikum, Abu Ja, alaikum salam an meine christlichen Khanjar. Geschwister, an Hallo an alle anderen. Hi, du kleiner Ja, Buttrinker. Bruder, guck mal, ich esse gerade, ne? Ich war vorhin im Boxtraining, wo du gesagt hast, komm hoch. Ich konnte nicht, Bruder, und gerade esse ich, ne? Und du erzählst gerade Sachen, Bruder, ich muss hochkommen. Ich kann nicht, ich kann nicht anders. Ich muss einfach mitreden, Bruder, weil Bruder, du guten kommst Appetit mit erstmal. Themen, Bruder, man muss mitreden. Lass es dir Richtig. schmecken, mein Freund, ja? Danke, Bruder, Und genieß das, jeden Bissen. danke. Danke, Bruder, So, danke. und zwar, bevor Bruder, wir herzlich, weitergehen, danke dir, Gott segne. ja, bitte. Amen, Gottes. Amen. Bevor wir dann weiterreden, würde ich gerne von dem Bruder auch den Gefallen tun. Der hat schon öfters geschrieben, jetzt wartet er natürlich geduldig. Sure 2, die Sure der Kuh, und dann 116. Und sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen, Preis sei ihm. Nein, vielmehr gehört ihm alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Und wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er zu ihr nur sei, und so ist es. Ja, kun fayakun bedeutet diese Stelle. Ja, Allah hat sich sozusagen Kinder genommen und dann steht nein, vielmehr gehört ihm alles. Da müssten wir jetzt in den Tafsir stehen.
Es gibt dazu viele Übersetzungen, das stimmt. Du kannst gerne unten weiterschreiben, was du da gehört hast dazu. Da sind wir natürlich gerne offen. Ich war gestern noch bis, beziehungsweise diese Nacht, bis 3:30 Uhr ungefähr mit dem Bruder Adler, Rob Christian und Ahmad Ex-Muslim. Und da war ein Moslem dabei, der Rabalti heißt er, auf Arabisch geschrieben, Rabalti. Der war eben auch schon da. Und er hat wirklich dort seinen Mann gestanden. Und die Fragen, die er nicht beantworten konnte, hat er auch geschwiegen. Ja, und also ich muss schon ehrlich sagen, der Ahmad Ex-Muslim, der hat den wirklich so an die Wand gehauen, innerhalb der ersten paar Minuten schon. Wir haben noch nicht mal über Themen gesprochen. Und er wusste überhaupt gar nicht mehr, was oben und was unten ist und was links und was rechts ist. Und wir haben eine sehr schöne Stelle gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Abu Hanja, du bist schon länger hier, aber hast du mitbekommen, wo ich eben erzählt habe, dass Allah einen Großvater hat? Die Stelle kennst du schon? Ja, Bruder. Genau. Und wir haben das gestern zusammen uns angeguckt, haben wir uns zusammen angeguckt. Und er hat wirklich gesagt, ja, dass Jaddu, ja, nicht Opa Jaddu. heißt und ja, Jetwa. Was Und hat er gesagt? Heißt nicht Opa, sondern? er hat gesagt, das hat eine andere Bedeutung und er wollte wieder eine arabische Fake-Internetseite, Lügner, Bruder, Lügner. Ich drehe durch, wenn ich sowas. Wahnsinn. Bis heute sagt man im Arabischen zu Opa Jiddu oder Jaddu. Bis heute, Bruder. Richtig. Wie kann man lügen, Bruder? Wie kann man lügen? So wie Nikah. Bis heute sagt man Nik zu Bumsen, Nik, ja? Bis heute sagt man zum Bumsen Nik und nicht heiraten. Und zu Jiddu sagt man bis heute noch Opa. So eine Lüge. Richtig. Ja, Wahnsinn, 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 es ey. ist wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen, der Satz lautet dann in Sure 72,3, anstatt und erhaben ist die Größe unseres Herrn, kommt dann dahin und erhaben ist der Großvater unseres Herrn. Ja, wie nennt man ihn dann? Judullah? Wie nennt man ihn? Judullah? Oder Richtig, wie? richtig. Also, Bruder, ich glaube, ich nenne ihn meinen Namen zu Judo Abu Jind, Abu Jind. Abu Jind. Ah, Überleg mal, Bruder. Lach ist ja sein Name. Und Judullah. Judullah. Ja, Bruder, theoretisch ist es so. Judullah. ja, das stimmt. Man müsste es eigentlich genauso hinnehmen. Guck, was er schreibt, dieser Mahmoud. Er schreibt falsche Übersetzung, das mit Großvater. Komm mal hoch. Komm mal hoch, Mahmoud. Komm hoch, Bring uns Mahmoud. Arabisch bei. Komm, Mahmoud, da. Bring uns Arabisch bei, Bruder. Komm. Yallah. Wir wollen lernen. Komm, Bruder. Er Immer hat falsch übersetzt. leider nur 13 Follower. Wir warten wieder ein paar Jahre. 5, 6 Jahre warten wir auf ihn. Wahnsinn. Immer diese falsche Übersetzung, Bruder, Bruder. ich Ich kann es verabschiede mich nicht auch mehr. fürs Erste, ja. Wenn ihr später online seid, komme ich sehr gerne hoch. Gott segne dich, mein Bruder, Lieber. wir sind später noch hier, Gottes Segen an Bruder. alle, ja. Verlasst den Islam, nicht vergessen, ganz wichtig. Und nicht so viel Kamelpisse trinken, ja, Leute. Amen. Amen, Bleibt Bruder. gesund, ja. Grüß Judo Lach, Bruder. Ciao. Richtig. Guck mal, wir haben hier einen Gast die ganze Zeit drin. Er verfolgt gerne diesen Stream, habe ich den Eindruck, aber er möchte nicht hochkommen. Und zwar ist das der Islam-Content 5778. Er hat Ach, da gehen wir los. 305.000 Follower. Ja. Und er zeigt Videos über den Islam und es ist immer wieder sein Lieblingsprediger, der mit dem 30-Meter-Bart. Wir zeigen mal kurz, wer das Wie ist. viel Follower hat der Bruder? Wie viel? Achso, der Sheikh Ibrahim. 305.000, Sheikh Ibrahim, ja. Was? 305.000? Ja, die haben doch richtig Welle geschlagen mit ihren ganzen Videos, die sie immer machen. Die sind ja auch nicht schlecht vom Content her, muss man ja schon zugeben. Ach so, die meint die. Ach so, Islam-Content. Ah. Und wo ist der jetzt? Hier bei uns drin, oder wie?
Der ist bei uns schon die ganze Zeit drin. Ich habe ihm eine Einladung geschickt, damit er uns zeigt, wie süß der Islam ist. Ich wollte wissen, warum wir Muslime werden sollen. Okay? Bruder, ganz Ist das ehrlich, jetzt. Islam-Content, wenn du das hörst, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du hochkommst, ja, und tu uns ein bisschen aufklären, weil wir wollen auch mit dem Sheikh Ibrahim, würden wir auch gerne reden. Genau. Komm bitte hoch, Islam-Content. Oder du bist es vielleicht, Sheikh Ibrahim, vielleicht ist es sogar er, Bruder. Ja, das kann sein, dass das er ist, aber es ist ja überhaupt gar kein Problem. Wir wollen ja sehr gerne mit dem Schiuch reden. Richtig, mit dem offiziellen Und zwar, Sheikh. wir wissen ja, dass der Scheich nicht an einer Universität studiert hat und somit auch nicht offiziell einen Titel hat, sondern Richtig. er wurde sozusagen ja, Jani, in der Wüste, Jani, mit 7 Aschwa-Datteln jeden Morgen hat er studiert. Jani, kein Richtig, Problem. er ist offiziell den Titel Sheikh. Den Titel Sheikh hat er einfach quasi ja, inoffiziell so Hinterhof quasi einfach mal bekommen. Und TikTok hat es bestätigt und ja, TikTok-Titel. Nein. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum. alaikum. Nur alaikum? Nein. Doch, ich sag nur Dinger erst zugehört. Sheikh Ibrahim gehört zu Ahmadiyya, was? Nein. Nee, wie ist der Türke? Ja, der ist zu, keine Ahnung, möchte gerne. Er ist nicht mehr Türke. Nein, da gibt es leider. Stolze Mein Ex, was Lieber, nur der Herr Jesus rettet. fährst du mit einem Islam, Elektroauto durch die Islam ist Gegend? auch für jeder Wie bitte? Wie bitte? Fährst du mit einem Elektroauto durch die Gegend? Nee, ich bin im Zug. Okay, es hört sich so an im Hintergrund. Wir fahren gerade den geraden Weg. Bruder, ganz kurz, Platz. So, Bruder, mal gucken, ob er es weiß. Was denn? Abu Khanjar, meinst du Sure 72? Ja, wegen Judullah, deswegen, Bruder, meine Genau, ich. Hassan, Aber das ist Hassan. wieder die Hassan, hast du Kenntnis? Hast du Kenntnis oder willst du reden oder willst du einfach abhauen? Hör doch auf, Was willst du denn? Hassan, willst du reden, Dialog führen Wieso oder stimmst du nicht einfach ständig? Nee, abhauen? war kein Spaß. Was Hä? willst du, Adler? Was willst du? Wieso denn der Rick beleidigst? Das habe ich dich gefragt. Wo habe ich beleidigt? Ihr Munafik, ihr Munafik, du Heuchler. Wieso sind wir denn Heuchler? Wobei heucheln wir? Ihr seid Heuchler. Ne, bei Ja, aber welchem Punkt? Hassan, kannst du mir erstmal einen Heuchler Bei definieren? Was allem, bedeutet dieser euer Begriff? ganzer Was Glauben. bedeutet dieser Begriff Heuchler? Kannst du mir erstmal definieren? Oder Hallo? ich Schaut bezweifle euch im stark, dass du Spiegel. überhaupt Euer weißt, was Berg. das Wort Hassan, definieren Hassun. bedeutet. Ja, Hassuna. Hassun, kannst du mir erklären, was Heuchler Nämlich bedeutet? nicht so. Hassun, kannst du mir erklären, was Heuchler bedeutet? Schau dich im Spiegel, Hassuni. im Spiegel, dann siehst du einen Ich gehe mal Heuchler. kurz Ja, raus, Hassuni, dann kann man den Hassuni. Tunesier Ja, rufen. Haruti, ja, Haruti, ja. Der Hör mal, Tauhid, warte einen Augenblick, der Bote ist wieder zurück. Ich habe den Tauhid darum gebeten, dass er Hassuni. quasi den Hamdi quasi anfragt, ob wir eine Debatte dann mit Ahmad Ex-Muslim nehmen können oder mit Rob Christian. Sehr gerne, das Hamdi. wäre sehr schön. Mach das mal privat, dann reden wir mal hier weiter mit dem Hassan. Hassan, mein Lieber. Habt ihr Video gesehen, wie Samuel es überlebt hat? Habt ihr kann es einer gesehen? mitkommen, der das dann aufnimmt, Abu Hanja? Habt ihr gesehen, wie Hamza euch wieder, Ja, Samuel euch widerlegt hat? ist okay, Hassan, einen Augenblick. Abu Hanja, Hassan, wir kennen nur. Abu Hanja, kannst du kurz mit rüberkommen und wir ja, nehmen das dann auf, während ich ihn dann dazu quasi frage, weil dann machen wir so ein mehrteiliges Video Ja, vielleicht. Wohin? Munafik. Wohin? Mit zu Hamdi, dann frage ich den Hamdi, ob der bereit wäre, entweder Rob Christian oder den anderen zu Dann debattieren. frage ich Hamdi, dann frage ich Hamdi, dann frage ich Hamdi. Hassuni, ja Habibi, Bruder, lass den mal Hassuni. beiseite. Das ist ein kleines Kind, das ist halt. Das ist ein kleines Kind. Lass den mal kurz Hassuni, beiseite. wie alt bist du eigentlich? Hassuni, wie alt bist du? Bruder, 16, 17, irgendwie sowas. Aber lass mal kurz Das rübergehen. ist ein Ah, Kind, okay, warte, warte, er warte, kann warte. keine Ich zwei schmeiß ihn Sätze mal, warte bilden. mal. Warte mal. Ich schmeiß ihn erstmal raus, weil er ist ab 18 hier.
Mahmoud sagt ja auch, das wäre klasse. Ja, Bruder, das wäre ja auch klasse. Ne? Keiner sagt ja, dass wir uns hier beleidigen sollen und die Köpfe einschlagen. Das sollen dann lieber Leute in Debatten machen, die auch Erfahrung darin haben. Was bringt es, wenn ich mit einem Hamdi debattiere, wenn ich keine Ahnung habe? Da muss ja jemand kommen, der Ahnung. Aber du musst noch nicht mal rübergehen. Es reicht ja, ist der Tauhid hier? Ja. Er kann ihn ja auch einfach rufen. Genau, weil wir wollen nur mit Hamdi reden, sonst mit niemandem. Der ist auch gerade live, das ist das Problem. Ja, wir wollen das Böse am Kopf immer packen und besiegen. Richtig. Und wir wissen auch ganz genau, dass dann dadurch viele Christen entstehen würden, wenn Hamdi sich bekehren würde. Und der Rest wäre sozusagen quer verteilt in Mekka und Medina wieder aufzufinden. Richtig. Nein, ja, Jani, was sollen wir dazu sagen? Wir wollen ja, dass alle, Gott will, dass jeder gerettet wird. Aber wenn, die sind ja so schon innerlich tot. Das heißt, wo soll ein innerlich Toter hin? Er soll ja zu dem Herrn finden. Aber wenn sie das immer noch nicht wollen. Merkt dir eins, Bruder Harut. Ich habe es auch letztens oder gestern oder vorgestern gesagt. Wir möchten nur wirklich den Kopf dieser Bande, und das ist Hamdi, sonst mit niemandem. Alle anderen Brüder hast du gestern gemerkt, wie kindisch, asozial und respektlos die sind. Du kannst mit ihnen nicht normal reden. So, wir möchten nur den Höchsten von denen, und das ist Hamdi, weil die ganzen kleinen Kakerlaken, Bruder, das ist unnötig. Wir machen uns nur selber lächerlich, indem wir in so ein Niveau sinken, wenn wir mit Kindern, die respektlos mit einreden. Weißt du, das ist unnötig, Bruder. Lieber immer den Größten nehmen, weil wenn wir den Größten besiegt haben, Bruder, fallen die alle. Verstehst du? Richtig. Punkt. Wenn du willst, Adler, geh rüber, hol den Hamdi her. Genau. So viele Rosen, Tropoia, Bruder. Ist es viel, ja, gell, oder? Das ist echt viel, Bruder. Was kann man damit machen eigentlich? Ich weiß bis jetzt. Ja, ein Falafel-Sandwich ist drin jetzt schon. Ja, Bruder, das ist George Castriotti, genau. Orhan. Mahmoud, ich weiß nicht, ich fände es besser, wenn ich einen Bruder habe, den ich kenne. Das mit Danke, Tropoia. Aber Anja, wenn du nicht mitkommen willst, dann muss ich mal eben kurz den Toni. Oder nein, ich begebe mich nicht dieses Niveau. Ich gebe denen nicht rein. Ich gehe nicht rein bei denen. Das gebe ich mir nicht. Ich bin viel. Ich fühle mich viel zu schade, in so ein Niveau reinzugehen, Bruder. Oioioi. Wegen Bild, Bruder. Natürlich, Bruder. Jetzt. Voilà, normal. Wahnsinn. Tropoia und Hamdi Nau, danke. Vielen Dank. So. Bruder, weißt du, das Problem ist, ich habe auch gestern schon vorher noch Mensa gesagt über diesen Tauhid und die anderen. Ne? Ich habe denen noch vorher gesagt, was passiert, Bruder, und dann kommt er trotzdem rein. Das ist ein kleines Kind, Bruder. Einfach keine Plattform geben an diesen Gummibärchenbanden. Wirklich niemanden. Einen würde ich aber gerne zerstören. Das ist Islam verstanden. Also Islam nicht verstanden, besser gesagt. Richtig. Den will ich auf jeden Fall noch zerstören. Aber dieser Onkel Dawa ist ein Kind, Tauhid ist ein Kind, dieser Islam verstanden. Das ist der größte Kind, Bruder, aber den will ich aus Prinzip zerstören. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch hier rein. Geduld, Bruder. Mit seiner Uniklinik. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Uniklinik, wie peinlich, Bruder, so peinlich. Bruder, jetzt mal ganz ehrlich, normalerweise lasse ich da sowas auch außen vor, aber gerade bei ihm, Janne, er ist der Einzige, der auch immer beim Takbir Allahu Akbar, Janne, tu erstmal Sujuk aus deinem Mund raus, bevor du das sagst, erstmal. Das ist ja wirklich nicht normal. Oder sogar die Aussprache, er kann das nicht mal. Das ist so extrem bei dem. Frech, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja. So ein besessenes, kleines Kind. Allahu Akbar. Wie kann man so, Bruder, ekelhaft, wirklich. Ich kriege manchmal so einen Ekel. Guck, was da steht, guck, was Mahmoud schreibt. Edifix hat jeden Christen zerstört in der Debatte. Ehrlich? Wir haben aber Videos. Hä? Der wurde vor 400 Leuten zerstört, Bruder, jetzt. Wie kommt ihr darauf, dass Edifix Christen zerstört hat, Bruder? Erklär mir bitte. Dass überhaupt Leute noch über ihn reden können. Er müsste sich schon längst aus TikTok löschen. Edifix, lösch dich lieber von hier, Bruder. Richtig. Guck mal, der Bruder, der Sheikh ist immer noch hier.
Und zwar, wir Sheikh würden uns. Sheikh, Sheikh, nein, nein, der Sheikh ist Islam-Content. Ja. Ah, okay. Sheikh, mein Lieber, wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, dass du mal hier hochkommst. Und zwar werde ich jetzt was zeigen, mein Lieber. Bleib hier. Wir gehen mal in Sure 1 rein. Müsstest du, glaube ich, kennen. Weil du betest das ja gerne. Ihr sollt das wirklich sehr oft beten am Tag. Ich weiß nicht, warum Allah diese Sure so sehr liebt. So. Die Sure Al-Fatiha ist die erste Sure des glorreichen Korans. Obwohl es nicht die erste in der Reihenfolge der Offenbarung ist, die Sure ist sowohl ein Dua, also ein Gebet, als auch eine Einführung in den Koran. Es lehrt die Grundprinzipien des islamischen Glaubens. Masha'Allah. Dann gehen wir mal da rein. Die hassen dich, mein Bruder, die hassen dich. Ich merke das, Bruder, ich merke das. Ich spüre es. Abu Khanjar, ich habe wirklich bis jetzt immer noch keine, sage ich mal, eine Antwort habe ich bekommen von jemandem. Ich glaube, es war keine Internetseite, es war eher eine App. Ja. Und zwar hat er uns dann von zwei Wörtern, von Al-Rahman und Rahim, von diesen zwei Wörtern hat er uns die Wurzel gezeigt. Ja. Wie diese Wörter entstanden sind. Und zwar von Al-Rahman hat er dann Rahman gezeigt. Ja. Genauso wie auch, also Barmherzigkeit im ersten Fall. Von Al-Rahman hat er die Wurzel gezeigt. Al-Rahman, von Rahman, die Wurzel und von Rahim auch. Ja. Rahim. So. Und zwar ist ja klar, dass die Wurzel in dieser App auch beschrieben wird, dass das Alif und das, also das A, ne, Alif, wegfällt. Mhm. Und wir haben aber hier folgendes Szenario jetzt. Und zwar steht hier geschrieben, Bismillah, richtig? Mhm. Und hier diese zwei hier, diese Bubenheim und Elias, das sind die echten Harut und Marut, habe ich den Eindruck. Diese zwei Engel, die Menschen verwirren, diese Engel. Die wollen uns irgendwie verwirren, Janne. Ja. Die haben hier, das haben die richtig übersetzt, Allah. Hier steht auch Allah. Aber schauen wir uns mal direkt die zweite Ayat an. Und zwar steht hier, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Richtig. Aber Bruder, hier steht Lillah. Wieso wurde hier Allah übersetzt? Eine Verfälschung, Bruder, um uns zu täuschen. Damit man aus Lillah Allah macht. Damit richtig. Ja. Richtig. Aber wo ist das Elephant, Jani? Pass auf, und dann kam dieser junge Mann und ich stand vor dem Rewe gepackt und ich dachte mir, komm, lass ihn noch reden, ich habe wirklich Durst, ich wollte mir was zu trinken holen, warten wir noch. Ne? Er war, glaube ich, in einer Koran-App und er zeigt die Wurzel von zum Beispiel Al-Rahman, das kommt von Rahman, von Al-Rahim, Rahim. Kein Problem, einfach das A und das L weg, ne? Genau. Das Alif und das Lim. Ne? Genau. Aber bei Allah, wenn du bei Allah die Wurzel lesen willst, stand da einfach Illah. Illah, also wenn man das A und das L weglässt, kommt bei mir nicht Illah raus. Was wollten die uns da verschweigen? Und wir können euch sehr gerne zeigen, was das ist. Aber ich würde sehr gerne trotzdem mich freuen, wenn Islam-Content hochkommen würde, weil
er kann uns bestimmt eine Antwort geben. Weil das ganze Profilbild von ihm ist voll mit seinem Gesicht, ja, nee. Richtig. Schaut euch mal hier sein Content an. So. Habe ich denn hier kein Internet mehr oder was? A'udhu billah. Ah. Da kommt wieder das Wort. Guck mal. A'udhu billah. La. A'udhu billah. Da ist immer das. Richtig. La. La. Billah. Da kommt, ja, das ist, Allah. Das ist sehr wichtig. Ja. Arafat hat gar keine. Richtig, Antwort. Man hört mich gut, oder? Ich hatte, ja, glaube ich, oder? Kurz einen Aussetzer. Da schreibt einer Ochse Billah. So. Ja, Ochse Billah, ja. Ochsen Billah. Ich breche deinen Rücken, Janni. Ich glaube, Arafat hat Ahnung, denn er ist mit Leib und Seele Moslem. Ja, Bruder, einige sind sie mit Leib und Leben Moslem, aber haben null Ahnung vom Koran. Also null. Die einfachste Frage, wenn du sagst, wie viele Suren hat der Koran, da fangen die an zu stottern. Das ist das Problem. Null, null Ahnung. Nur Papageie, mehr nicht. Die sagen einfach nur das nach. Schau mal hier, schau mal hier. Also, richtig. Die sagen einfach nur was nach. Schau mal hier. Der Bruder hier, der Achi, hat sich Mühe gegeben, dass man immer nur ihn sieht. Ein bisschen narzisstisch, kann es sein? Irgendwie so selbstverliebt auch. Guck mal, er ist sogar Bayern-Fan. Er ist sogar Bayern-Fan. Ist doch haram, oder? Bruder, das kommt wieder aus, sieht der kommt sein Bart und kommt drauf an, kommt drauf an. Boah, wo ist sein Nur? Kommt Nur, drauf an, oder? Wenn er, er darf nur keine, er darf sie nur nicht als Schutzherren nehmen. Ja, nee, er darf dort nicht im Verein Mitglied sein. Stimmt. Oder aber komm mal zu seinem Gesicht, die siehst du nur in sein Gesicht. Ich sehe gar kein Nur, Bruder, in sein Gesicht. Null. Bruder, kein Problem. Ich würde mich trotzdem freuen, dass er uns sein Nur von innen zeigt. Ja, nee. Hast du auch, stimmt. Wir möchten nur wissen, was hier passiert ist mit Allah. Warum steht hier Allah? Und es wurde richtig übersetzt hier von Harut und Marut. Obwohl es heißt, guck mal, Namen Allahs, Bismillah. Da steht nicht Bismillah. 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 Warum steht hier im Namen Allahs? Im Namen Lahs. Müssen die schreiben. Im Namen Lahs. Ja? Also wortwörtlich übersetzt. Bismillah muss heißen im Namen Lahs. Richtig. Und das wollen wir jetzt. Weil, Bruder, ganz kurz, weil es heißt nicht im Namen des Gottes, weil Allah heißt des oder der Gott, ne? Oder das Gott, der Gott, wie auch immer. Das Problem ist aber, Bismillah heißt im Namen Lahs. Bismillah. Und nicht Bruder, Bismillah. Das wird, richtig, das wird sogar hier viel klarer. Hier, bei diesem, bei der zweiten Ayah wird das klarer. Alhamdulillah. Was heißt das, wenn ich li sage? Also zum Beispiel, Dank sei Abu Khanjar. Richtig. Dann sage ich doch, Hamdu li Abu Khanjar. Dank sei zu Abu Khanjar. Richtig? Richtig, ja. Aber hier steht nicht Hamdu li Allah. Hier steht Hamdu li La. La. Genau, richtig. La. Aber unten und übersetzt das ist trotzdem Allah. So eine Lüge, ehrlich. Richtig. Wahnsinn. Und das ist richtig, richtig. Das ist falsch übersetzt auch noch. Und das ist der Gott, den sie anbeten. Und das wollen wir jetzt zeigen. Ja. Wer dieser Gott ist, wer sich hinter diesem La versteckt. Ja, nee. Wer sich hinter La versteckt. Oder Kommentare schreiben gerade Brüder, dass der Bruder Abu Gharib, kennst du Abu Gharib? Der, wo zwei, ja. der nicht mal richtig Deutsch kann, der ja. soll gerade über mich richtig ablästern und mich beleidigen. Krass, kein oder? Problem. Wir sind hier. Ja, ja. Gott genau. segne ihn trotzdem, Bruder. Gott segne ihn trotzdem. Gott segne ihn, genau. Er wird schon, wir sind bereit, wir sind Männer, aber der Herr schaut zu, er wird schon diese Plagen bekommen, richtig. Von wo der Herr davon spricht. Schaut mal, ihr Lieben, schaut mal, was wir die ganze Zeit sagen, ist Folgendes, schaut mal. Dieses hier, Al,
Bruder, wenn wir das aufteilen in die Buchstaben, wenn wir die Buchstaben aufdröseln, ist das so. Wenn wir das jetzt zusammenschreiben, kommt Allah raus. So. Passt mal auf, was hier passiert ist. Dieser Totalschaden. Die Wurzel von diesem Wort. Nehmen wir mal das hier zum Beispiel. Du weißt ja, barmherzig. Barmherzigkeit bedeutet ja Al-Rahim, richtig? Der genau. Barmherzige. Al-Rahman, Rahim, genau. Al-Rahim. Genau. Dieses Al-Rahim. Ja. Al. Das sind die ersten zwei Buchstaben. Al. Wenn wir das von Al-Rahim wegnehmen, dann kommt die Wurzel von dem Wort. Und zwar Rahim. Aber bei Allah haben sie es nicht gemacht. Bei Allah ist es. Normalerweise kann man sie ganz schnell widerlegen. Allein schon die Töchter. Allat. Al-Uzza, Al-Al-Al-Al-Al, so wie Allah. Wieso haben die auch dieses Al vorher, ne? Am Anfang. Ganz genau. Ganz genau. Schau mal hier, Bruder. Die haben als Wurzel von Allah, haben die einfach Allah genommen. Ja, nee, Gottheit. Gott. Aber das ist ganz falsch. Es müsste so sein. La. Ja. Und jetzt müssten wir nach dieser Gottheit halt suchen. Ja? Richtig. Die Gottheit, die wir auch gestern gezeigt haben, ist nicht Lahmacun, sondern La. Aber stimmt, es könnte sogar Lahmacun sein, ja, wenn man so überlegt. Genau. Interessant. So, schauen wir uns das mal an. Wer dieser Mondgott ist, dieser altarabische Mondgott, den es ja schon vor der Zeit des Islams gegeben hat, weil der Name von Mohammed, der Vater von Mohammed, hieß ja Abdullah. Genau, aber was für ein Zufall, ne? Hieß Abdullah, aber war kein Moslem. Ist schon komisch. Also, richtig. Wo ist Lah? Und, ah, du musst auf Englisch schreiben, Bruder. Lah und dann genau, genau. Auf Englisch. Auf Englisch kommt es komischerweise. Genau. Das Krasse ist sogar, dass im Hadith geschrieben steht, dass der Vater von Mohammed in der Hölle ist. Ah, hier ist, ja, hier, Lah, guck, und bei Wikipedia, zeig mal ganz groß, Bruder, damit die sehen. Hier, Lah, Wikipedia, hier zeig mal die Götze. Das ist eine Götze. Das ist eine Götze. Merkt euch das. Richtig. Götzenkult. Osiris Lah, ja. Genau. Eine ägyptische Gottheit. So zum Thema Freimaurer und dies, das, es kommt schon sehr nah, ne? Also. Genau, hier Bronzefigur von der Mondgottheit La. Hier auch nochmal La. So, und jetzt schaut euch mal an, ihr Lieben, ihr könnt ihr mal. Genau, auf den Kopf gehen. Unten in die. Genau, ihr könnt ja mal unten jetzt in den Kommentaren schreiben, was denkt ihr, was das hier ist. Richtig. Sag mal mit dem Finger, genau. Seht ihr die? Seht ihr das, Leute? Diese Form über den Kopf. Richtig. Ist ein Halbmond. Guckt mal bitte drauf. Richtig. Über den Kopf, diesen Halbmond. Chiara schreibt Dattel. Chiara schreibt Dattel. Chiara, achte mal drauf, was er auf dem Kopf hat. Dieser Halbmond, ne? Jetzt zeigt er euch was, okay? Genau, der Halbmond. So, Leute. Jetzt schauen wir uns mal an, ja. Wo. Ja, bitte. Ja, nein, bitte. Nein, ich wollte nur von den Kommentaren, die schreiben gerade, wir sollen rüber oder sowas. Nein, guck mal, Adler sollte nur rübergehen, um ihn reinzuholen, aber nicht diskutieren mit denen. Er sagt mir, er soll wieder zurückkommen. Das ist unnötig. Naja. Genau. Achtet mal auf seinen Kopf, diesen Mondzeichen. Ja, jetzt guckt, was der Bruder Harut jetzt zeigt. Ihr werdet schockiert sein. Jetzt wird es interessant, Leute. Jetzt ist es sehr interessant. So. Was sehen wir da? Oder mach ein Bild, wo es ein bisschen schärfer ist. Warte.
Okay. Schreibt einfach Bruder Moschee Halbmond. Ja. Dann kommt es in Moment. Die schreiben gerade, haben die wieder noch ein Bein. Ja, der schreit. Natürlich schreit er, weil er doch ein Verrückter ist. Hier, hier, Leute, guck mal jetzt. Geh mal das untere, Bruder. Genau. Seht ihr den Halbmond? Ah, hier rechts ist sehr gut. Rechts, rechts. Ja, genau, das Goldene. Ja, perfekt, Bruder. Siehst du das? Leute, genau. Guckt genau hin. Wie bei Al-Uzza. Nee, wie war das? Allah, sorry. Lah, lah. Genau wie genau. Lah auf seinen Kopf. Hier, schau mal. Richtig. Richtig. Ja. Das ist auch Allah. Das kann ja niemand verneinen. Das ist original, ist das Lah. Das ist ja eine wirkliche Gottheit von den Arabern gewesen. Yani, Mohammed hat einfach den hier behalten. Natürlich nicht den nur mit einem Arm, sondern den mit richtigem Arm. Den hier. Genau, der ist ja kaputt gegangen. Ja, das ist beim Flohmarkt ist das hingefallen. Mit Trödelmarkt. Yani, Shabir Ali hat die Schnauze voll gehabt von CP, von Christian Prince, ja, und wollte ihm einen Götzen schicken, ja, und er war so aufgeregt, dass es ihm aus der Hand gefallen ist. Kein Problem, wir haben mehrere. Yani, Leute, wenn ihr euch Allah als Götze holen wollt, nehmt bitte, wo sein Arm dran ist. Richtig. Leute, am besten nehmt es mal als Profilbild. Wenn jemand sagt, das ist Lach, das könnt ihr sogar googeln. Genau so, Janik. Stell dir mal vor, Bruder, stell dir mal vor, da kommt irgendein Familienmitglied, keiner sagt, Harut, was ist das auf deinem Handy? Sagst du, das ist Allah. Wie bitte? Das ist Allah. Da guck ich, was? Oder? Wer? Sagst du, ja, der Mondgott im Islam. Schauen wir uns mal ein paar Flaggen an. Aserbaidschan. Algerien. Unser so schönes Land, Türkei. Bruder, ganz kurz, ich komme gleich. Arut, Bruder, ganz kurz. Aber, Type. Türkei, Tunesien, Pakistan, von unserem lieben Dr. Zakir Naik. Überall, wo Islam ist, ja, ne? Was gibt es noch? Madagaskar auch, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher, Madagaskar. Nein, Madagaskar nicht. Haben die vergessen. Es ist einfach der Wahnsinn, dass Leute einfach dann auf diese Masche einfallen, von wegen, der Islam ist Frieden, Allah ist der Schöpfer von Himmel und Erde, aber Allah hat zwei rechte Hände, Allah hat seinen Fuß in die Hölle getan. Allah ist ein junger Mann. Schwester Gül, der Herr Jesus Christus segne dich. Schwester Gül, wusstest du, dass Allah ein Opa hat? Opa. Yani Dede. Allah hat einen Dede. Wusstest du das? Schau mal hier, liebe Schwester. Beziehungsweise alle, die ihr seid. Schaut mal hier. In Sure 72 Ayah 3 steht geschrieben, und H ist größer als Sand. Okay. Erhaben ist die Größe
unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. Ja, ich habe ein bisschen Internetprobleme. Kein Problem, machen wir es hier. Ich hoffe, jetzt wird es besser. So, meine Lieben. Jetzt ist es besser. Hört man mich jetzt? So, jetzt müsste es besser sein. Und erhaben ist die Größe unseres Herrn, steht hier geschrieben. Aber das ist falsch übersetzt. Da müsste stehen, und erhaben ist der Großvater unseres Herrn, unser Großvater. Die haben einfach Größe dahin geschrieben. Schaut mal hin jetzt, dieses Wort. Was die falsch übersetzt haben, ist Jaddu. Und Jaddu kein Problem, ich kann es eintippen, noch besser. Ja, nee. Schaut mal hier, wenn ich es reinkopiere. Ich kann es auch selber schreiben, damit niemand denkt, ich habe falsch kopiert. Ja, nee. Ein Jude hat das kopiert, sagen die nachher. Da. Tja. Dünn. Guck mal jetzt, was jetzt kommt. Moment. Das ist der Großvater von Allah. Sie haben es falsch übersetzt. Ihr könnt jeden Araber fragen. Was sagt man zu Opa auf Arabisch? Jaddu. Und hier müsste es auch genauso stehen eigentlich. Und so ist die Übersetzung auch viel richtiger, korrekter, vom Sinn auch allein. Jadu, genau. Noch schlimmer. Schaut mal hier, da müsste normalerweise stehen, und erhaben ist der Großvater unseres Herrn. Allah hat ein Opa. Und schaut mal, das sind arabische Übersetzungen. Schaut mal hier. Jaddu und ein Bild von einem Opa. Kannst du gerne fragen, genau. Kannst du ihn gerne fragen, liebe Schwester. Hier steht Jaddu und ein Opa. Überall das Wort. Guck mal, was für ein Lügner, dieser Mahmud. Mahmud, mein Lieber. Du kannst jeden arabisch sprechenden fragen. Das Wort für Großvater ist Jaddu. Guck, hier, das ist er vielleicht. Vielleicht ist das der, ja, ich, richtig. Ganz genau, Jaddu, Jaddu, das ist das Wort für Opa. Vielleicht, der kommt ihm am nächsten, der hier. Vielleicht ist das der Großvater von Allah. Er muss gerade telefonieren. Richtig, er ist modern. Das, was Allah nicht für ihn verboten hat, ja, das soll für ihn was sein? Halal. Halal Smartphone. Halal Turban. Und ein Halal Opa. Möchte irgendein Muslim hochkommen und uns das erklären? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, mein lieber Auzu Billah, richtig. Hamdi kann gerne hier hinkommen. Ich war mittlerweile jetzt schon mehrmals bei ihm und bei den anderen Kasperle-Theatern. Sie wollen mich nicht mehr hochnehmen, ja, nee. Kein Problem. Weil es ist ein großer Totalschaden entstanden, ja, nee. Es ist wirklich ein großer Totalschaden. Genauso wie mit der Sure 1. Welcher Muslim kann uns das erklären?
Welcher Muslim kann uns erklären, warum hier Allah steht? Also warum hier mit Allah übersetzt wurde? Schaut mal hier, hier steht Bismillah. Ist irgendein Muslim da, um uns das zu erklären? Schau mal, hier ist mit Allah übersetzt, das stimmt. Allah. Aber hier steht Illa, Lila, Hamdulillah. Wo ist das Elephant? Also das arabische Wort A, Alif. Aber hier mit Allah übersetzt. Seht ihr das? Hier steht Allah, ist übersetzt. Hier steht Lila. Es wurde mit übersetzt. Ja, nee, ich glaube, dass diese zwei Verbrecher hier, Bubenheim und Elias, das sind Harun Marut. Diese zwei Engel aus dem Koran, sie wollen uns verwirren. Hinter diesen zwei hier, Bubenheim und Elias. Geh mal zu Adlerblick. Ja, natürlich. Wo ist er denn? Wir können das gerne mal zeigen hier, kein Problem. Was dort abgeht. Ja, nee. Okay. Meinst du, Nester, weil du sagst, haben die es lieb jetzt? Hör mal. Wann du greifst Islam, okay, hör mal. Wann du greifst Islam, bin ich wie ein Wolf. Wann du lieb bist, bleib ich mit dir bis morgen. Fertig. Merkt ihr das? Bist du lieb? Auf meinem Kopf. Ich würde gerne spazieren gehen. Wir haben alle das gesagt. Wir würden gerne mit dem normal wandern gehen. Der scheint ja ein guter Mensch zu sein vom Grund auf. Mit ihm könntest du mal persönlich, du würdest nicht schreien. Ich weiß das. Du bist eigentlich ein sehr lieber Mensch. In deinen Videos sieht man das auch. Wenn du mit den Leuten Street-Daber machst, dann bist du auch immer ganz ruhig und dann bist du auch immer ganz gelassen. Aber bei TikTok, Bruder, das holt immer das Ekelhafteste aus uns Menschen heraus. Immer das Ekelhafteste. Ja? Sagst du warum? Was? Ich kann dir sagen, warum auch. Ich kann dir antworten. Weil wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Da fehlt nein. Respekt. Nein, das stimmt gar nicht. Gibt's auch diese Eddie und dieser, wie heißt der Bruder, der albanische Bruder, Pastor. Da. Sechs Ruben zum Beispiel. Stundenlang mit ihm zu. Warum? Weil es Respekt und hat Wissen. Aber dieser Scharlatan kommt von einer Klamotten über Gewand, sagt er danke. Wieso müssen wir respektieren? Der ist so froh, sie haben ihn nicht gespuckt. Sehr Lügner. Verstehst du? Wenn du mit mir redest, rede mit dir bis morgen. Du bleibst hier auch und chillst du mit uns. Und wann du willst, ich schicke dir auch eine Blume von ihr geschenkt. Aber wann die kommen und Tricks und Lügen verdrehen die Hadith und zeig euch noch dazu schwarz und weiß und du sagst, du kostet, was ich wolle, sicher nicht gnadenlos mit dem. Da fange ich zu interpretieren und das tut euch den Kopf weh, dann, inshallah. Mit der Interpretation. Ja, und Adlerblick, Adlerblick. Warte einen Moment, SLF Salin schreibt hier gerade rein, Adlerblick ist ein Miskin. Erstmal halt deinen Mund bitte, weil man merkt, er ist verwirrt. SLF Salin, soll ich jetzt Rayan mal zeigen, wie du sagst, nein, ich kenne die sieben Bedingungen nicht. Bist du jetzt raus von Islam? Bist du jetzt kein Muslim mehr? Adelbeck, hör mal zu, hör mal zu. Siehst du, unser Islam ist perfekt. Unser Islam ist perfekt. Weißt du, was Allah sagt? Islam ist perfekt. Aya 57. Darin werden sie gereinigte Gattinnen haben. Sie sind diejenigen, die von Menstruation, Nifas, Nachgeburtsblutung und so weiter gereinigt sind. Das heißt, diese von Gebärmutter und so, komm nicht mit so einem Schwachsinn, weil das unsere Frauen, Blut ist Nedges, ist unrein und so etwas gibt es im Paradies nicht. Siehst du, auch für dein Argument gibt es einen Beweis vom Koran al-Karim. Aber wenn man dich fragt, aber wenn man euch fragt, was passiert, wenn ihr gegessen und getrunken habt im Paradies, hast du keine Antwort. Ist nicht überliefert, ja, ist nicht überliefert. Ist deine Religion nicht perfekt, weil wir haben im Islam alles. Jesus sagt zu euch, Jesus sagt zu euch. Ich bin nicht erstmal dran. Was mal?